Mit 4 Siegen aus den ersten 4 Spielen sind die A-Junioren von Rot-Weiß Darmstadt optimal in diese neue Saison gestartet. Bei einem Sieg heute winkt sogar die Tabellenführung. Doch auch Bittelborn ist zurzeit in guter Verfassung, steht mit aktuell 9 Zählern nur 2 Plätze hinter dem SKV. Die Vorzeichen sind also klar. Ein Sieg heute und man darf sich durchaus berechtigte Hoffnungen machen im Aufstiegskampf dieser so stark besetzten Verbandsliga. Den besseren Start erwischen die in rot-schwarz gekleideten Darmstädter. Schönes Zuspiel auf Ali Gün, aber Rimon Sultan ist direkt hellwach. Klasse Parade des erst 18-jährigen Schlussmanns. Und auch seine Vorderleute finden schnell in diese Partie. Feiner Steckpass in den Lauf von Alessandro Campanelli, aber der lässt sich zu weit rausdrängen und vergibt die erste gute Gelegenheit für die Gäste. Bittelborn wird im Laufe dieses ersten Durchgangs immer dominanter. Campanelli auf Tim Lorenz. Aber auch Rot-Weiß-Keeper Rico Ochsenschläger ist gleich zur Stelle. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist gespielt. Immer wieder Campanelli, der setzt sich hier sehr stark durch und hat das Auge für Marcel Broschka. Die Führung für Bittelborn. Und die geht insgesamt auch in Ordnung. Die Gäste sind bislang deutlich gefährlicher und vor allem haben sie Alessandro Campanelli. Kurz vor der Pause nochmal Bittelborn im Angriff und dann kommt Lorenz zu Fall und Schiedsrichter Oliver Krause zeigt sofort auf den Punkt. Ihm bleibt aber auch gar nichts anderes übrig, klarer Treffer am Bein und dadurch die Gelegenheit für den Gefaulten selbst und die nutzt er auch, ganz cool verwandelt. Der Zeitpunkt für diesen Treffer ist natürlich enorm wertvoll, denn Rot-Weiß muss jetzt mit einem 2-Tore-Rückstand in die Pause. Und Trainer Andreas Dörlmann muss sich dringend etwas überlegen für die zweiten 45 Minuten. Und tatsächlich kommt Darmstadt etwas mutiger aus der Kabine. Der eingewechselte Takmaz mit der ersten Möglichkeit scheitert jedoch am starken Rimon Sultan. Es ist allerdings nicht der Auftakt einer spektakulären Aufholjagd, denn die Antwort von Bittelborn sieht wie folgt aus. Tim Lorenz mit dem 3:0. Das ging jetzt aber auch deutlich zu einfach. Lorenz hat da viel zu viel Platz im Strafraum. Wie er den dann allerdings reinmacht, ist pure Präzision. Doch kurz nach diesem schönen Treffer rückt der Sport dann in den Hintergrund. Arne Rexhaus verletzt sich schwer am Arm und muss in einem Krankenwagen behandelt werden. Wir ersparen uns die schmerzhaften Bilder und wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Es dauert fast 35 Minuten, ehe das Spiel fortgesetzt wird und Bittelborn befindet sich auch danach noch etwas in Schockstarre. Ecke für Rot-Weiß und das ist fast ein Eigentor. Aber irgendwie bekommen die Gäste den Ball geklärt. Glück für Bittelborn in dieser Szene. Das hätte durchaus nochmal spannend werden können. So bleibt es aber beim 3:0. Wir springen schon in die Schlussminute. Rot-Weiß wirft nochmal alles nach vorne und kommt tatsächlich noch zum Anschlusstreffer. Adam Zebairi mit dem 1:3. Allerdings kommt dieser Treffer zu spät. Auch wenn Zebairi das richtig schön macht, ist es am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Bittelborn siegt mit 3:1 und zieht in der Tabelle gleich mit Rot-Weiß Darmstadt. Trainer Martin Fischer am Mikrofon bei Nikolai Seidel. Schiedsrichter hat mich auch gefragt, ob wir es eventuell abbrechen wollen. Habe zu den Jungs geguckt und hatte den Eindruck, dass sie eigentlich das mental ganz gut aufgenommen haben. Ist leider auch nicht die erste Verletzung von dem Spieler. Er hat schon 2 Bänderrisse gehabt, auch während dem Spiel. Wir wünschen natürlich Arne alles Gute, aber haben gesagt, mit dem 3:0 wollen wir das Spiel dann auch zu Ende bringen. Beide Mannschaften stehen nun punktgleich auf den Rängen 3 und 4. Für beide bleibt damit ein Aufstiegsplatz absolut in Reichweite.